Ich freue mich, dass ich heute hier Ihnen etwas erzählen kann über Prävention bei Kindern und Jugendlichen, wie man das zielgerichteter planen kann, sodass es sozusagen wirksam wird und bei Kindern und Jugendlichen auch gut ankommt. Mein Name ist Frederik Röger-Roth. Ich arbeite beim Landespräventionsrat Niedersachsen. Der Landespräventionsrat ist eine Einrichtung der niedersächsischen Landesregierung und wir sind sozusagen dazu da und haben die Aufgabe, einmal die verschiedenen Tätigkeiten der Ressorts innerhalb der Landesregierung zu koordinieren, aber eben auch die gesellschaftlichen Akteure, die in Niedersachsen sich für Prävention einsetzen, sozusagen mit zu beteiligen und vor allen Dingen, und das ist unser Schwerpunkt in der Arbeit, die Kommunen, in denen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen läuft, sozusagen besser zu unterstützen. Und deshalb haben wir sozusagen auch die Möglichkeit, Kommunen sozusagen direkt mit, sozusagen auch mit Fördermitteln und mit Beratung zu unterstützen. Und in Niedersachsen ist die Situation, dass wir 200 kommunale Präventionsräte haben, in denen sich die Akteure auf der kommunalen Ebene sozusagen untereinander vernetzen. Die sind alle Mitglied im Landespräventionsrat und da müssen wir uns eben auch viel Gedanken machen, wie wir unsere Unterstützung von kommunalen Gremien besser und strukturierter gestalten können. Und ich bin selber dazu gekommen, sozusagen nach meinem Studium sozusagen habe ich mich stark mit stadtsoziologischen Fragestellungen beschäftigt und mit der Frage, sagen, warum ist das eigentlich alles, diese Probleme, die wir haben, räumlich ungleich verteilt? Warum gibt es einzelne Stadtviertel, in denen wir viel, viel mehr Problematiken sehen als anderswo? Habe mich dann sozusagen in diese Gebiete auch begeben und habe das sozusagen vor Ort angeguckt. Und einer der Dinge, die einem da zuerst auffällt, sind diese vielen, vielen Aktivitäten, das tolle Engagement, was es in diesen Stadtteilen gibt, aber wie unkoordiniert das ist, wie stark das aneinander vorbeiläuft und man selbst auf einer kleinen Ebene eines Stadtteils viele Akteure gar nicht wissen, was die anderen tun und nicht eine gemeinsame Aktivität zustande kommt. Und das hat mich eigentlich sozusagen die ganzen Jahre beschäftigt und immer gesagt, das muss doch besser gehen, da muss es doch Möglichkeiten geben, das anders zu machen. Und dann hatte ich irgendwann die Gelegenheit, mir das auch mal anzuschauen, wie das in anderen Ländern gemacht wird. Und da ist mir aufgefallen, eben diese CTC-Methode, Communities That Care, worüber ich gleich berichten werde. An dem Namen sieht man, das ist nicht hier in Deutschland entwickelt worden, das ist eine Forschungsgruppe aus den USA, die das gemacht hat. Es wird aber in vielen Ländern mittlerweile auch weltweit eingesetzt. Und das ist eine Art und Weise, eine Methodik, wie man es hinbekommen kann, dass Akteure auf der Ebene eines Stadtteils besser miteinander zusammenarbeiten können oder einer Gemeinde, in einer Kommune und wirksam, gemeinsam wirksam sein können. Und ich leite diese Frage sozusagen, was ist eigentlich Wirksamkeit, worum geht es uns da, immer gerne mit diesem Cartoon hier ein. Das ist sozusagen, hier sehen Sie eine Gruppe von Wölfen, die sind durchaus, könnte man sagen, miteinander vernetzt. Also die arbeiten zusammen, die haben sogar ein gemeinsames Ziel, nämlich jetzt hier in diesem Fall sozusagen, dass der Mond aufgeht und die haben eine bestimmte Wirkungshypothese. Also sie gehen davon aus, dass wenn sie da in die Richtung heulen, dass das was damit zu tun haben könnte, was da passiert. Und dann sieht man hier, dass der eine Wolf dem anderen diese unangenehme Evaluationsfrage stellt, nämlich ist das sozusagen unsere Wirkung, sind wir das, die das hier erzeugen? Und in dem Fall sagen, das ist eben sehr stark vergleichbar zu den vielen Aktivitäten, die wir in der Prävention haben. Akteure machen was gemeinsam, haben vielleicht sogar ein Ziel. Jugendkriminalität soll sinken, Drogenkonsum soll weniger werden, psychische Probleme sollen weniger auftreten. Aber haben sie denn tatsächlich ursächlich die eigenen Aktivitäten was damit zu tun? Das ist ja die zentrale Frage, mit der wir uns hier beschäftigen müssen. Und in dem Bild ein bisschen zu bleiben, die Wölfe hätten durchaus die Gelegenheit, das rauszukriegen. Nämlich, indem sie am besten nach dem Zufallsprinzip an manchen Tagen mal nicht heulen, um mal zu gucken, ob es nicht trotzdem passieren würde. Und da würden sie feststellen, oh, das passiert auch ohne uns. Und sozusagen könnten feststellen, dass ihre Wirkannahme in dem Fall nicht besonders plausibel ist und eigentlich eher auch widerlegt ist. Und damit sind wir sozusagen auch mittendrin in der ganzen methodischen Diskussion, wie man das nämlich rauskriegen kann, indem man sozusagen durch Experimente in der Praxis Bedingungen schafft, um zu gucken, würde das denn ohne die Maßnahme auch laufen. Und da sind wir sozusagen mittendrin im Feld der Präventionsforschung, aber sozusagen vorher noch, warum müssen wir uns denn damit überhaupt beschäftigen? Und ich habe hier mal zusammengestellt aus unserer Beratungsarbeit, ich hatte ja gesagt, im Wesentlichen bin ich in Kommunen unterwegs und wir als Team und schauen, wie wir sozusagen Kommunen unterstützen können. Und die Fragen, die dort immer wieder auftauchen, sind
sagen, es ist eine Überfülle von Aktivitäten. Also es geht gar nicht darum zu sagen, es passiert zu wenig in Kommunen, es wird wirklich viel gemacht. Aber arbeiten wir an den richtigen Stellen? Sozusagen die Frage der Zusammenarbeit, immer wieder ein Thema, alle sagen, wir wollen doch was für Kinder und Jugendliche erreichen, aber sozusagen da stehen ganz viele Zuständigkeitsfragen, Ressortgrenzen dem entgegen, unterschiedliche Finanzierungsquellen, die das sehr schwer machen, miteinander zusammenzuarbeiten. Dann ist Prävention ein insgesamt nicht besonders gut ausgestattetes Feld. Man hat den Eindruck, wenn man aneinander vorbeiarbeitet, dann verschleudert man auch Ressourcen. Könnten wir nicht durch eine Bündelung von Aktivitäten, indem wir gemeinsam an bestimmten Programmen, an Maßnahmen arbeiten, mehr erreichen? Das ist eine Frage, die sich häufig gestellt wird. Und natürlich auch die Überfülle der Angebote zu entscheiden, was soll ich denn bei mir in der Kommune einsetzen, welches Programm passt dazu. Und viele Akteure haben den Eindruck, sie sind jetzt nicht in dieser unangenehmen Lage wie die Wölfe, sie erreichen da auch etwas. Aber wie kann ich das anderen kommunizieren? Wie kann ich das so vermitteln, dass sozusagen das andere, auch politische Entscheidungsträger zum Beispiel, gut verstehen und bereit sind, mehr Geld in die Prävention zu stecken, weil sich das lohnt? Und dafür kann man einen abstrakten Namen finden, kommunale Gesamtstrategie. Aber um es eben nicht so abstrakt klingen zu lassen, habe ich diese Fragen sozusagen genannt. Das ist das, was viele Menschen, die in der Prävention aktiv sind, beschäftigt. Und da wollen wir eben eine Antwort drauf finden. Und das Schöne ist, dass die Präventionsforschung darauf im Grunde eine Antwort gefunden hat. Also dass wir sozusagen ganz viel wissen und dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz, ganz viel an Forschung gelaufen ist, die uns sozusagen eine Orientierung geben kann. Also erstmal wissen wir, dass Verhaltensprobleme bei Kindern und Jugendlichen, damit meinen wir eben psychische Problematiken, da meinen wir Delinquenz, Gewalttätigkeit, Sucht, Drogen, Alkoholkonsum, dass diese Problematiken tatsächlich effektiv durch Prävention reduziert werden können, dass Prävention wirkt. Und die Forschung hat auch rausgekriegt, woran man ansetzen muss, damit Prävention wirksam sein kann. Es gibt nämlich bestimmte Bedingungen, die dazu führen, dass diese Probleme häufiger auftreten. Die nennen wir oder in der Forschung Risikofaktoren. Und es gibt ganz bestimmte Bedingungen, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche, die diesen Risiken ausgesetzt sind, also zum Beispiel in Familien aufzuwachsen, in denen die Eltern sie nicht gut unterstützen können, in der Schule Probleme zu haben, im nachbarschaftlichen Umfeld Probleme zu haben, dass sie trotzdem diese sozusagen Verhaltensproblematiken nicht haben. Und diese Bedingungen nennen wir Schutzfaktoren, da rede ich gleich noch ein bisschen drüber. Wir wissen aus der Forschung, dass es ganz, ganz viele dieser Faktoren gibt, dass sie nicht nur in einem Bereich auftreten, sondern in allen Sozialisationsbereichen von Kindern und Jugendlichen. Also sowohl in der Familie als auch in der Schule, dass es unter gleichaltrigen sozusagen Bedingungen gibt, aber auch individuelle, aber auch in der Nachbarschaft und im sozialen Umfeld. Und dass wir das alles gemeinsam betrachten müssen. Und die Forschung hat auch viele Programme und Ansätze und Maßnahmen sozusagen getestet nach diesen Methoden, die ich vorhin genannt habe, mit Kontrollbedingungen, wo wir sagen können, die funktionieren, die sind wirksam. Und dann ist eben sozusagen der zentrale Punkt, wie wenden wir denn dieses Wissen an und warum wenden wir das Wissen nicht so an, sozusagen, dass wir effektiver zusammenarbeiten können. Und das ist genau das, was CTC verspricht oder was wir auch spannend daran fanden, als wir uns als Landespräventionsrat damit beschäftigt haben, dass wir gesehen haben, okay, da verspricht jemand zu sagen, wir nehmen das alles mal auf, diese ganze Forschung, die wir in dem Bereich kennen, und machen daraus ein Paket, ein Unterstützungssystem, wie wir Kommunen bei der Anwendung genau dieses Wissens sozusagen besser helfen können. Und die Idee ist nicht, dass Wissenschaftler den Kommunen erklären, welche Entscheidungen sie zu fällen haben, das müssen die Akteure vor Ort selber finden, aber sie werden darin unterstützt, genau diese sozusagen gemeinsamen Entscheidungen zu fällen. Und CTC, das zeige ich Ihnen gleich, ist nicht nur eine Analyse, es gibt viele Instrumente, die sagen, wir machen mal eine kriminologische Regionalanalyse oder ähnliches, die dann oft bei der Analyse stehen bleiben, sondern CTC hat so einen kompletten Circle, da gehe ich mit Ihnen gleich durch, wie man sozusagen von der Analyse sozusagen, wo muss ich denn ansetzen, bis zu der Planung der Maßnahmen und der Umsetzung sozusagen durchgeleitet wird. Und dafür gibt es dann sozusagen Qualifizierungen, Trainings, die wir anbieten für Akteure, die das machen wollen. Aber um nochmal ein ganz klein bisschen tiefer einzugehen und zu zeigen, sozusagen, was für Bedingungen sind das, über die wir reden. Also Risikofaktoren, das sind sozusagen in der Forschung
herausgefundene Bedingungen. Sozusagen, da gibt es Studien, die Kinder über viele Jahre, teilweise von der Geburt bis ins Erwachsenenalter begleiten. Es gibt sogar manche Studien, in denen jetzt die Kinder von Kinder, die damals sozusagen in die Studie reingekommen sind, die sind jetzt erwachsen und haben wieder Kinder weiter begleitet werden, sodass wir ziemlich genaue Aussagen darüber treffen können, sozusagen, was das für Bedingungen sind, die zu Problematiken führen. Und diese Risikofaktoren, zum Beispiel in der Familie, haben was damit zu tun, dass die Eltern selber das Problemverhalten zeigen, dass sie selber eine Sucht- oder Alkoholproblematik haben, aber auch, dass sie untereinander sozusagen permanent streiten oder eine Konfliktkultur da ist, wo Kindern was Negatives vorgelebt wird oder dass sie unklare Regeln sozusagen vorleben. Und in der Schule geht es um die Frage, welche Bindung haben Kinder und Jugendliche zur Schule. Bei den Kindern und Jugendlichen selber geht es um den Einfluss von Gleichaltrigen und in der Nachbarschaft. Und im sozialen Umfeld gibt es eben auch Risikofaktoren, die zum Beispiel was damit zu tun haben, wie leicht ist es, an Alkohol dranzukommen oder werden gesellschaftliche Regeln, die wir vereinbart haben, zum Beispiel im Jugendschutz, werden die überhaupt durchgesetzt? Sozusagen gibt es Akteure, die sich da sozusagen mit beschäftigen oder ist allen egal, wie Kinder und Jugendliche aufwachsen? Das ist sozusagen immer diese negative Seite mit den Risikofaktoren und dann gibt es eben die positiven Bedingungen, die Kinder und Jugendliche davon abhalten können. Und das hat viel mit Bindungen zu tun, das hat was mit beteiligt werden, Teil von etwas zu sein, anerkannt werden für das sozusagen positive Verhalten, was man zeigt, aber auch mit eigenen Kompetenzen, die sozusagen bei Kindern und Jugendlichen individuell vorhanden sind. Und das ist ein riesen Set von Möglichkeiten, bestimmte sozusagen Dinge positiv im Leben von Kindern und Jugendlichen zu beeinflussen. Und mit sozusagen der spannendste Punkt bei all diesen sozusagen Untersuchungen ist, dass für diese verschiedenen Verhaltensproblematiken, die ich jetzt hier genannt habe, es nicht immer wieder andere Risiko- und Schutzfaktoren sind oder rein individuelle. Also dass es Risikofaktoren gibt, die nur für Gewalt gelten und andere nur für Alkohol- und Drogenproblematiken, andere nur für psychische Schwierigkeiten, sondern dass es im Grunde immer wieder dieselben Faktoren sind, die zu all diesen Problematiken führen. Und wenn das nicht so wäre, dann hätten wir es auch schwierig darüber nach, oder wäre eine große Schwierigkeit, wie sollen denn diese unterschiedlichen Präventionsakteure miteinander arbeiten, wenn sie alle an unterschiedlichen Bedingungen arbeiten müssen. Wenn es aber darum geht zu sagen, wir stärken die Erziehungskompetenz von Eltern und das hat Auswirkungen auf die Gewaltneigung, auf die Kriminalitätsrate, das hat Auswirkungen auf die sozusagen Drogenproblematik und das hat Auswirkungen darauf, sozusagen auf die psychische Gesundheit, dann haben Sie einen gemeinsamen Fokus. Oder wenn Sie entscheiden zu sagen, es geht darum, dass Kinder und Jugendliche keine positive Bindung an die Schule haben, sozusagen, und wir arbeiten dran, sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule, wie wir das verbessern können, dann machen Sie sinnvolle Präventionsarbeit in all diesen Themenfeldern. Und deswegen ist es so wichtig aus unserer Sicht, dass man diese Erkenntnisse aus der Präventionsforschung auch tatsächlich anwendet in der praktischen Arbeit. Und es hilft auch. Die Schwierigkeit besteht sozusagen auch hier immer noch, das ist die Frage, warum machen wir das nicht alles, dass wir in den unterschiedlichen Kommunen, Stadtteilen, Sozialräumen, wie immer Sie das nennen wollen, sozusagen sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen haben. Es ist so, dass Normen und Wertvorstellungen darüber, was richtig ist, unterschiedlich sozusagen verteilt ist. Da gibt es zwischen ländlichen, städtischen Räumen, in Räumen, in denen sozusagen sich auch viel zugewanderte Bevölkerung aufhält, sozusagen durchaus auch Konflikte darum, was die richtigen Normen für das Aufwachsen sind. Es gibt in Kommunen unterschiedliche sozusagen Niveaus an Risiko- und Schutzfaktoren. Bestimmte Risikofaktoren sind in einzelnen Gebieten stärker ausgeprägt. Da sollte man sich mehr mit beschäftigen, in anderen Gebieten schwächer ausgeprägt. Da muss man sie vielleicht auch gar nicht bearbeiten. Das heißt, wir müssen genau wissen, wie das in einem Sozialraum aussieht. Wir haben auch auf der kommunalen Ebene eine unterschiedliche, sagen, hat oft auch was mit Traditionen und Rahmenbedingungen zu tun von Verhaltensproblematiken. Denken Sie an bestimmte Gebiete im ländlichen Raum, wo eine gewisse Alkoholproblematik einfach vorherrschend ist und dann ist das für Jugendliche, die ohnehin Schwierigkeiten haben, einfach das Naheliegendste, was sie tun können und andere Verhaltensweisen spielen da nicht so eine große Rolle. In anderen Räumen sind es eher andere, zum Beispiel durch Jugendgruppen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, wo man leicht Anschluss finden kann, die gewalttätig oder delinquent sind, die andere Möglichkeiten bieten, sozusagen diese Risiken auszuleben. Und das müssen wir berücksichtigen. Und selbst wenn alles andere gleich wäre,
Kommunen haben unterschiedliche Ressourcen und Möglichkeiten, diese Themen zu bearbeiten. Und es kann kein Standardprogramm geben, was alle gleichmäßig umsetzen. Wenn sie sozusagen weniger Ressourcen haben, dann muss es auch die Möglichkeit geben, sozusagen dort mit diesen wenigen Ressourcen sinnvolle Dinge zu tun. Und deshalb geht es sozusagen darum, einerseits diese allgemeinen Bedingungen aus der Präventionsforschung zu kennen und andererseits das miteinander zu vermitteln, dass Kommunen unterschiedlich sind und dass sie unterschiedliche Entscheidungen darüber fällen müssen, was sie gemeinsam miteinander machen. Und das ist genau das, worum es bei CTC geht. Ich hatte gesagt, das funktioniert wie so ein Zirkel in verschiedenen Phasen, die man gemeinsam miteinander durchläuft als Kommune. Und ich gehe die jetzt einfach durch und sozusagen, wenn ich am letzten Punkt angelangt bin, dann wissen Sie auch, dass ich mit dem Vortrag fertig bin. Und sozusagen am Anfang geht es immer darum, wer möchte das überhaupt machen? Also sind die Akteure in der Kommune überhaupt bereit, sich gemeinsam auf so eine Vorgehensweise einzulassen? Ist der Wille dafür da? Das hat viel damit zu tun, ob Entscheidungsträger, das ist jetzt nicht nur der Bürgermeister, das sind auch Amtsleiter, das sind Schulleitungen, das sind große Träger, die, also der freien Wohlfahrtspflege, die in den Kommunen tätig sind, der ihre Leitungen. Wollen die sich auf so einen gemeinsamen Prozess einlassen oder sind ihnen dann doch die Unterschiede, die sie haben, sozusagen wichtiger und jeder möchte in seinem Feld bleiben? Da sind wir in unserer Beratungsarbeit oft sozusagen die meiste Zeit mit beschäftigt, zu gucken, gibt es überhaupt diese Bedingungen, sich darauf einzulassen? Und die zweite Ebene ist, sind die Akteure, die unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit, Leute, die in der Familienarbeit, in der Gemeinwesenarbeit tätig sind, wollen die zusammenarbeiten? Und da ist es auch oft so, dass viel noch an Vertrauensbeziehungen gearbeitet werden muss, um diese Voraussetzungen dafür zu schaffen. Wenn das da ist, ist bei CTC immer die Empfehlung, also sowohl eine Lenkungssteuerungsgruppe für so einen Prozess einzurichten, als auch die Akteure, die unmittelbar mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sozusagen auf der Arbeitsebene mit einzubeziehen. Was machen die denn dann gemeinsam? Sie gucken drauf, was sind die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen? Welche Risiko- und Schutzfaktoren haben sie? Und da hat es sozusagen viele Versuche gegeben, auch von anderen Akteuren zu sagen, naja, die setzen sich halt zusammen und unterhalten sich darüber und finden das dann schon gemeinsam raus. Und das ist eben sehr schwierig, weil jeder nur einen Teilsicht sozusagen auf Kinder und Jugendliche hat. Es gibt Studien, die schön zeigen können, dass Lehrkräfte noch nicht mal das Mobbing oder das Ausmaß von Mobbing in ihrer eigenen Schulklasse richtig einschätzen können. Sie können nicht sagen, wer die Täter sind, sie können nicht sagen, wer die Opfer sind, sie können die Frequenz nicht nennen. Und jetzt stellen Sie sich vor, eine Gruppe von Akteuren aus all diesen Bereichen, die nochmal eine Ebene drüber sind, und die sollen jetzt entscheiden, an welchen Punkten sollen wir gemeinsam miteinander ansetzen. Das ist schwierig. Jugendarbeit wird immer sehen, die Probleme, die sie im Bereich der Jugendarbeit sieht. Schulsozialarbeit wird ihre Probleme sehen. Und deswegen war bei den Entwicklern von CTC der Gedanke, da muss uns was anderes dazu einfallen. Das muss anders gehen. Und was dabei entwickelt wurde, ist eine Kinder- und Jugendbefragung. Also Kinder und Jugendliche werden selbst danach befragt, und zwar möglichst alle in der Kommune, und sozusagen mit einem standardisierten, getesteten Fragebogen, der diese Themen, über die wir gerade geredet haben, auch auf eine, wissenschaftlich sagt man, valide, also auf eine gesicherte Art und Weise erheben kann, sodass sozusagen Akteure, die vorher Schwierigkeiten hatten, sich darauf zu einigen, na, welche Themen sind es denn, was sind denn die Problematiken, mit denen wir uns beschäftigen müssen, oder wo sind denn auch die Ressourcen bei den Kindern und Jugendlichen, dort ein Bild darüber finden, sozusagen wie Kinder und Jugendliche selber ihre Umwelt einschätzen, wie sie ihre Familien einschätzen, wie sie ihre Schule einschätzen. Sie können sich vorstellen, dass das ein Unterschied ist, ob man Lehrkräfte danach fragt, ob ein gutes Schulklima in der Schule herrscht, oder ob man Kinder und Jugendliche danach fragt, ob das ein gutes Schulklima ist. Und diese CTC-Kinder- und Jugendbefragung, da wird eben das Ausmaß auch von Verhaltensproblematiken gemessen, aber, und das ist für die Prävention eben viel wichtiger, genau diese Risiko- und Schutzfaktoren, über die ich eben gesprochen habe. Also sozusagen sowohl familiäre Bedingungen als auch Bedingungen in der Schule, in der Nachbarschaft unter den Gleichaltrigen. Das ist ein getesteter Fragebogen, den wir übertragen haben, und wir arbeiten hier auch mit Universitäten zusammen, in dem Fall mit der Universität Hildesheim, mit dem Institut für Psychologie, das auch unter deutschen Verhältnissen getestet haben, dass wir eben sicher sein können, dass wir auch hier das Richtige damit messen. Und in Niedersachsen führen wir alle 2 Jahre
in Kooperation mit der Universität eine landesweite Repräsentativerhebung mit diesem Fragebogen durch, sodass Kommunen und Schulen immer sozusagen unmittelbar sehen können, wie sieht es denn im Landesdurchschnitt aus, wie sieht es bei uns aus, damit sie leichter Entscheidungen fällen können. Damit das nicht so abstrakt wird, habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist das Daten einer Kommune, die haben wir jetzt anonymisiert, die ist mittelgroß, die hat 3 verschiedene Stadtteile und Sie sehen hier die Ergebnisse jetzt mal nur für den Bereich Familie. Was Ihnen sagen, und Sie sehen, dass unser landesweiter Repräsentativwert, das ist dieser dunkelviolette Balken. Der gelbe Balken ist der gesamtstädtische und dann sehen Sie die Stadtteile. Und was hier zum Beispiel auffällt, ist, dass bei dem Risikofaktor zustimmende Haltung der Eltern zu Substanzkonsum, damit ist gemeint, was leben Eltern eigentlich selber vor? Finden Sie es problematisch, wenn Ihre Jugendlichen Alkohol trinken oder finden Sie das als einen ganz normalen Teil des Aufwachsens, dass diejenigen, die sozusagen hier über einen bestimmten Schwellenwert sind, wo wir sagen, also dort leben die Eltern etwas Problematisches vor, dass die in dieser Kommune überdurchschnittlich häufig vertreten sind. Im Landesdurchschnitt sind das nur 30% der Eltern, die das sozusagen so vorleben in dieser Kommune, sind es fast die Hälfte. Und da sieht man auch, dass diese Unterschiede, man könnte jetzt der Meinung sein, in dem Stadtteil Nord wäre das ein besonderes Problem, wenn man den Vergleichswert nicht hätte. Wenn man aber jetzt niedersachsenweit sieht, sieht man, in der ganzen Kommune haben die vielleicht dieses Problem. Und in dieser Kommune hat CTC dazu geführt, dass sie gemeinsam diesen Risikofaktor priorisiert haben. Dass sie gesagt haben, da scheinen wir doch übergeordnet über unsere bisherigen Zuständigkeiten hinweg ein gemeinsames Problem zu haben, ein Thema, auf das wir uns fokussieren sollen. Und so funktioniert das. Sagen Sie, Akteure werden darin begleitet, aus diesen ganz vielen, das sind über 20 Risikofaktoren, über 10 Schutzfaktoren, 2, 3, 4 Faktoren zu identifizieren, die für Ihre Kommune oder für Ihren Sozialraum besonders wichtig sind, wo die meisten Kinder und Jugendlichen von betroffen sind und wo wir durch Präventionsmaßnahmen auch am meisten erreichen können, weil es genau die Faktoren sind, sozusagen, an denen man am ehesten etwas erreichen kann. Bei Schutzfaktoren ist es genau umgekehrt. Nur noch mal sozusagen deutlich zu machen, dann gucken wir eben andersrum, wo sind Schutzfaktoren besonders gering ausgeprägt, wo sind sie schwach, wo können wir von der Stärkung der Schutzfaktoren, hier geht es zum Beispiel im Bereich Schule, die Anerkennungskultur in der Schule, sagen, wie können wir hier etwas erreichen. Der nächste Schritt ist, ich hatte ja davon gesprochen, es gibt ganz, ganz viele Angebote schon in der Kommune. Und wenn wir mit Kommunen reden, ihre erste Reaktion ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir da nicht schon überall dran arbeiten. Wir machen doch schon so viel. Wir sagen ja, das werden wir mal versuchen rauszukriegen oder wir werden ihnen helfen, das rauszukriegen. Das Interessante ist, dass wenn man dann genauer guckt, in den meisten Kommunen überhaupt kein Überblick darüber da ist, was es gibt. Also das ist gar nicht so einfach ist, das zu beantworten und dass auch hier muss immer erstmal eine Erhebung gemacht werden und auch hier gibt es bei CTC eine Methode, mit der wir das machen, einen bestimmten standardisierten Fragebogen, der jetzt an die ganzen Anbieter geht, also an die Familienbildungsstätten, an die Schulen, an die freien Träger, an die ganzen anderen Akteure, die Angebote für Kinder und Jugendliche machen, um überhaupt erstmal zu erheben, was läuft dort, wie viele Kinder und Jugendliche werden erreicht. Das machen andere Kommunen auch, dass sie sich anschauen, was gibt es, haben dann meistens das Problem, sie sehen jetzt ganz, ganz viele Dinge, aber sind es auch die richtigen, arbeiten wir an den richtigen Stellen. Und wenn man vorher Risiko- und Schutzfaktoren priorisiert hat, kann man jetzt eben genau gucken, arbeiten denn diese Angebote an den Risiko- und Schutzfaktoren, die wir priorisiert haben, oder machen die ganz andere Sachen. Und das ist das, was hier stattfindet, dass man sozusagen mit Kommunen dann sozusagen gemeinsam schaut, oder wir ihnen die Instrumente geben, damit sie schauen können, sozusagen, wo sind die Stärken unserer bisherigen Angebote, wo sind wir auch schon genau auf dem richtigen Weg und was sollten wir beibehalten, aber wo finden wir auch Lücken. Und wir haben jetzt mit über 30 Kommunen in Niedersachsen gearbeitet und ich kann Ihnen das zumindest vorwegnehmen, es ist in jeder Kommune so, dass es natürlich Lücken in der Angebotsstruktur gibt. Bestimmte Faktoren werden nicht bearbeitet, oder nicht in dem Ausmaß, in dem man es müsste, oder in bestimmten Altersgruppen findet das nicht statt. Dass man sieht, in der Kita wird da was zugemacht, aber das wird in der Grundschule nicht weitergeführt. Oder in der weiterführenden Schule werden Dinge nicht aufgegriffen, die vorher gemacht wurden. Und sozusagen hier bekommt man eben ein Bild darüber, an welchen Stellen wäre es sinnvoll, tatsächlich mit neuen Maßnahmen auch etwas zu investieren. Dann taucht die Frage auf, welche sind es denn? Hat er auch gesagt am Anfang, wir haben Hunderte, aber Hunderte von Angeboten, die es auf dem Präventionsmarkt gibt. Wenn Sie sich mit einer Schulleitung unterhalten, die kriegt
zumindest unter normalen Bedingungen 20, 30 Angebote über Präventionsmaßnahmen in der Woche zugeschickt. Alles bunte Flyer, in denen überall draufsteht, wir sind genau das, was Sie brauchen. Und in denen auch mittlerweile draufsteht, wir sind wissenschaftlich untersucht, wir wissen, dass es wirkt. Und wie soll sich jemand in so einer Situation entscheiden? Und auch hier ist die Idee zu sagen, das geht eben durchaus gemeinsam, aber wir brauchen eine Hilfestellung dafür. Und was wir entwickelt haben, das ist der Name sozusagen dieser Übersicht in Deutschland, in anderen Ländern, die CTC machen, sind da andere Namen für gefunden worden. Wir machen einen Gesamtüberblick darüber, welche Präventionsangebote gibt es in Deutschland und schauen dann danach, wie gut ist das denn tatsächlich evaluiert. Weil nur wenn die das von sich sagen, heißt das noch lange nicht, dass das auch so ist. Und sozusagen wir sagen, unsere Rolle ist dann eher sowas wie bei Stiftung Warentest, dass wir in Bezug auf die Evaluationsstudien sozusagen nochmal schauen, wenn wir aus einer unabhängigen Sicht das nochmal gegenprüfen, ist das denn tatsächlich so? Ist die Wirkung dort nachgewiesen oder ist dort eher nur geguckt worden, naja, die Leute haben es gemocht oder den Kindern hat es gefallen. Solche Studien gibt es ganz viele, die sich als wissenschaftliche Evaluationsstudien ausgeben. Aber wir wollen natürlich gucken, ist es tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen angekommen, hat es zu den Verhaltensänderungen geführt oder nicht. Und in der grünen Liste Prävention, das ist eine für jeden zugängliche Internetseite, kann man das sozusagen nachlesen und eben finden, welche Programme auf der Art und Weise, wenn man das macht, diesen Tests standhalten. Auch das machen wir nicht selbst alleine, sondern arbeiten mit einer Hochschule zusammen, hier in dem Fall mit der Medizinischen Hochschule Hannover, in denen sozusagen diese Überprüfungen der Evaluationsstudien stattfinden. Nicht alle Programme sind gleich gut evaluiert, aber sozusagen auch die Unterschiede, die es bei denen gibt, die eine Wirksamkeit haben, wollen wir nachweisen und zeigen. Deswegen gibt es drei Stufen. Ich zeige Ihnen immer diese Folie, um Ihnen zu zeigen, dass Sie, wenn Sie nur mit der grünen Liste arbeiten, ein Problem haben, dass Sie nämlich auch hier wieder sehen, das sind ganz, ganz viele Programme mittlerweile in Deutschland, die auf diesen unterschiedlichen sozusagen Nachweisstufen verfügbar sind. Und nach welchen Kriterien wählen Sie die jetzt aus? Also sozusagen, wo landen Sie da? Und deswegen haben die Kommunen, die mit CTC arbeiten, einen Vorteil. Sie können nämlich die Programme danach recherchieren, an welchen Risiko- und Schutzfaktoren sie arbeiten, an welchen sozusagen Altersgruppen, wo sozusagen die geben ihr Profil, was sie vorher entwickelt haben, an priorisierten Faktoren und Angebotslücken, in welchen Altersbereichen sind die ein. Und dann, das zeige ich Ihnen jetzt hier aus Platzgründen nicht, Sie können selber einfach mal mit dieser Suchmaske ein bisschen rumspielen, werden Sie sehen, dass dann, je nachdem, wie viel man darüber weiß, am Ende nur noch 2, 3, 4 Programme übrig bleiben. Und zwar genau die Programme, die zu dem lokalen Profil passen. Und darüber kann man sich einen Überblick verschaffen. Darüber kann man sozusagen gemeinsam gucken, was passt denn jetzt bei uns sozusagen noch besser. Und das sind die Arten von Entscheidungen, die wir mit CTC befördern wollen. Das endet dann in etwas, was wir CTC-Aktionsplan nennen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel aus einer Kommune mitgebracht, wie das aussieht, dass Sie sozusagen eine Übersicht darüber haben, was in den unterschiedlichen Altersgruppen passieren soll, welche Programme eingesetzt werden sollen, dass Sie dann im Rahmen von CTC Ziele dafür entwickeln, nämlich sozusagen, wie viel sollen denn die Risikofaktoren gesenkt werden, wie viel wollen wir denn die Schutzfaktoren stärken und dass Sie ein Konzept entwickeln, wie die Programme gut eingesetzt werden können. Also in dieser Phase haben wir auch begleitende Fortbildungen, in denen wir uns damit beschäftigen, wie man Programme auch in Einrichtungen gut umsetzen kann. Weil jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, das ist nicht trivial. Das ist nur, weil man entschieden hat, Schule XY macht das Programm, heißt das noch lange nicht, dass das passiert. Da muss man viel dafür tun. Auch damit beschäftigen wir uns. Aber das wäre ein Thema für nochmal einen extra Vortrag, um sich damit sozusagen im Detail auseinanderzusetzen. Die Grundidee, um einfach CTC nochmal abzuschließen, ist, dass Sie, wenn Sie die Schülerbefragung regelmäßig wiederholen, alle 2, 3, 4 Jahre, ein Bild darüber bekommen, was sich tatsächlich verändert. Und Sie sozusagen nicht eine Einzelevaluation von Einzelmaßnahmen, die sehr, sehr aufwendig ist, machen müssen, sondern zumindest auf der grundlegenden Ebene einfach ein Bild darüber bekommen, verändern sich die Risikofaktoren in der Richtung, wie wir das beschlossen haben oder wie wir das sozusagen wollen, verändern sich die Schutzfaktoren. Ich zeige Ihnen hier mal das Beispiel aus einer Kommune, die nach ihrem Zweitdurchgang, sie hatte vor allen Dingen auf Familienprogramme gesetzt und die alten Ergebnisse sind hier diese kleine Raute, die neuen Ergebnisse nach der Zweitbefragung 4 Jahre später sozusagen. Das sind Schutzfaktoren, die sind gestiegen, also genau das, was die Kommune erreichen wollte.
Und wenn sich diese Bewegung nicht ergibt, haben Sie aber auch eine gute Möglichkeit, in der Kommune weiter darüber nachzudenken, dass, sozusagen, was müssen wir noch intensiver machen, damit sich dieses sozusagen Ziel, was wir haben, ergibt. Wir haben jetzt Kommunen in Niedersachsen, die davor stehen, in diesen, zum dritten Mal in diesen Zirkel einzusteigen. Und wir sehen, dass sich, sagen, wenn man das schon einmal gemacht hat, auch der Aufwand, das ist natürlich eine Frage, die viele haben, wie aufwendig ist das, dass beim zweiten und beim dritten Mal der Aufwand geringer wird, weil eben viele Akteure jetzt schon wissen, wie man sowas macht und sozusagen man einfach schneller und einfacher zu diesen Entscheidungen kommt. Allerletzte Folie dazu, die Frage ist eben mit dem Aufwand, lohnt sich dieser Aufwand, ist der Vorteil von CTC gegenüber anderen Methoden in der Kommune miteinander zu arbeiten, ist das so klar? Für uns mit ausschlaggebend war das zumindest in dem Ursprungsland, wo es entwickelt wurde, in den USA, Studien zeigen, dass das eben nicht nur dazu führt, dass Akteure besser zusammenarbeiten, sondern dass tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen in den Kommunen, die mit CTC arbeiten, im Vergleich zu anderen, die damit nicht arbeiten, sozusagen bessere Ergebnisse auch auf der Verhaltensebene findbar sind, also sozusagen weniger Gewalt, weniger Delinquenz, weniger Substanzkonsum in den Kommunen, die CTC einsetzen. Das möchten wir natürlich gerne auch für Deutschland wissen. Also ein sehr aufwendiges Verfahren. Wir hatten bisher nur die Möglichkeit, in zwei Studien zu schauen, ob wir es denn ganz gut machen. Das ist dabei rausgekommen, aber das ist jetzt unser neuestes Projekt. Wir haben eine Forschungsförderung vom Bundesforschungsministerium, um genau diese amerikanische Studie unter deutschen Bedingungen zu wiederholen. Das heißt, wir haben auch hier jetzt Kommunen, die CTC machen, die wir über mehrere Jahre damit vergleichen können mit Kommunen, die CTC nicht machen, die ihnen aber ansonsten sozusagen sehr ähnlich sind, um zu schauen, was dort passiert. Das ist eben eine Kooperation, wo wir auch unsere Wissenschaftspartner, die Universität Hildesheim, die Medizinische Hochschule sozusagen mit dabei haben, deren Deutschen Präventionstag, der sich jetzt auch bundesweit für die CTC-Verbreitung einsetzt und eben wir als Landespräventionsrat Niedersachsen. Und das ist jetzt so einer unserer spannenden Projekte, wo wir eben schauen wollen, sehen wir diese Ergebnisse, weil das ist aus unserer Sicht natürlich ganz wichtig. Wir können nicht argumentieren, es geht im Zentrum oder alle unser Fokus muss darauf sein, dass es tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen ankommt, dass wir eben auch schauen müssen, ob das bei CTC auch der Fall ist. Aber wir sind optimistisch, was das angeht. Und in dem Sinne bin ich jetzt einfach durch heute damit. Sie sehen hier auch nochmal meine Kontaktdaten. Gehen Sie einfach auf uns zu, wenn Sie Fragen haben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.